Civilians are advised to avoid engaging in space travel. Im Inside Star Citizen vom 11. Juli 2024 geht es um das kommende Update Star Citizen Alpha 3.24 und die Blockade Runner Missionen. Generell bringt Alpha 3.24 eine Reihe neuer Gameplay, Loops und Events, die sich auf Frachttransport und Teamwork konzentrieren. Das Blockade Runner Event konzentriert sich dabei auf Frachttransport und auch natürlich Weltraumkampf. Spieler müssen gestohlene Fracht von Piraten zurückholen und durch eine Blockade navigieren, die um die Orbitalstationen der großen Planeten aufgebaut wurde von den Ninetales. Und die Fracht muss sicher dann zu diesen Stationen gebracht werden, also diese Blockade durchbrochen werden. Das Event betont Teamarbeit, indem Spieler verschiedene Rollen übernehmen, wie das Fliegen von Frachtschiffen und das Eskortieren dieser Schiffe und dann natürlich der Kampf gegen die feindlichen Kräfte. Die Spieler erhalten Belohnungen basierend auf ihrer Teilnahme und der Menge der erfolgreich zurückgebrachten Fracht. Diese Belohnungen werden durch eine Fortschrittsanzeige dargestellt, die sich füllt, je mehr Fracht zurückgebracht wird, und am Ende gibt es eine entsprechend große Endauszahlung als Belohnung. Die Teilnahme der Spieler an diesen Missionen ist zentral. Spieler müssen Fracht von verschiedenen Außenposten abholen und zu diesen zentralen Orten wie Lorville bringen. Diese Aktivitäten umfassen das Landen an den Außenposten, das Laden von Fracht über Frachtaufzüge und das Navigieren zu den entsprechenden Zielen. Im Gegensatz zu den früheren, kampflastigeren Inhalten liegt der Schwerpunkt mit Blockade Runner nun also auf dem Transport und der Absicherung von Gütern. Das erfordert eine andere Art von Gameplay, bei dem Teamarbeit und logistische Planung dieses Teams im Vordergrund stehen. Spieler müssen zusammenarbeiten, um Missionen erfolgreich abzuschließen, und die neuen Missionen erfordern eine sorgfältige Planung und Koordination. Das Update führt auch neue Frachtmechaniken ein, die das Spielerlebnis erheblich verbessern, erzählen uns die Kollegen hier von CIG. Eine der bedeutendsten Neuerungen ist die Einführung von Frachtaufzügen und instanzierten Hangars. Diese Mechaniken ermöglichen es den Spielern, große Mengen an Fracht effizient zu bewegen und zu lagern. Im Gegensatz zu früheren Missionen, bei denen nur kleine 1-SCU-Boxen transportiert wurden, können Spieler nun große Warenmengen durch das Universum bewegen, sprich große Warenmengen werden vom System intelligent in verschiedene Containergrößen gepackt, was bedeutet, dass ihr sie auf den Cargo-Grids, den Frachtrastern eurer Frachtschiffe, so verstauen könnt, wie ihr es schon immer organisieren wolltet, wird uns hier im Video erklärt. Die neuen Missionen sind darauf ausgelegt, große Frachtmengen zu handhaben, was besonders für Spieler mit großen Frachtschiffen wie der Caterpillar oder der Hull C von Vorteil ist. Ein weiteres wichtiges Element des Updates ist die Einführung des EVR-Algorithmus, also des Effort versus Reward, Aufwand gegen Belohnung, der sicherstellt, dass Spieler basierend auf dem Zeitaufwand und der Schwierigkeit der Aufgaben angemessen belohnt werden. Dieser Algorithmus ist jetzt nichts Neues, wird uns erzählt, aber er musste trotzdem für die Belange von CRG, von Star Citizen, entsprechend neu entwickelt werden, und er berücksichtigt die SCU-Mengen, also die Standard-Frachteinheiten der transportierten Fracht, und stellt sicher, dass die Belohnungen fair und motivierend sind. Das Update zielt darauf ab, die Vielfalt der verfügbaren Missionen zu erweitern und der Star Citizen Community eine frische und spannende Herausforderung zu bieten. Durch die neuen Frachtmechaniken und das Blockade Runner Event wird ein neues Maß an Tiefe und Strategie in das Spiel eingeführt, wird uns hier erzählt, das sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge ansprechen dürfte. Naja, Events basierend auf Aufzügen. Was könnte da schon schiefgehen? Ich bin gespannt.